So, Freunde, da sind wir wieder zu einer, ja, begrüße ich euch zu einer neuen Analyse oder beziehungsweise zu meiner Meinung, die ich jetzt hier abgeben werde zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den SV Werder Bremen. Zwei Traditionsvereine, die sich da treffen am Samstagabend 18:30 Uhr im Borussia Park in Gladbach. Und ja, lass uns mal schauen, was könnte sich denn bei Gladbach ändern in der Aufstellung. Ja, Arango ist wieder da. Wendt wird dann wahrscheinlich nach hinten links rücken. Das heißt, ja, im Mittelfeld könnte entweder Rupp oder Xhaka den gesperrten Marx vertreten. Ja, Gelbsperren drohen Xhaka, Stranzel und Nordweit. Deswegen, ja, gut, die altbekannte Aufstellung eigentlich im Tor Ter Stegen. Vorne im Sturm De Jong und dann noch Arango als hängende Spitze im Mittelfeld natürlich. Wendt, Nordfeld, Rupp, Hermann und so weiter und so fort. Und Younes, der Youngster, wird wahrscheinlich auch spielen. Ja, bei Bremen zuletzt einige Überraschungen im Training. Da hat nämlich Schaf den Youngster, wie heißt er noch gleich, Yildirim getestet. Und ja, dafür wird er vielleicht auf Arnautovic und Elia verzichten. Vielleicht auch auf Ekici. Da er dann links mit Yildirim spielt und rechts mit Junuzovic, das wird sich zeigen, ob sich das dann bewährt. Ich meine, mit Arnautovic und Elia lief es ja auch nicht, von daher. Ja, ich als Bremen-Fan bin da natürlich gezeichnet, ne? Also, da verzweifelt man schon so ein bisschen, wenn man sich das da anguckt. Ja, ansonsten, wer ist denn da verletzt oder gesperrt? Sokrates, fünfte Gelbe, Prödel, Rotsperre, also die Abwehr schon wieder total auseinandergerissen. Ich meine, wie willst du da auch Konstanz reinbringen ins Spiel, wenn du da nur so Sperren hast oder so? Ja, wer ist sonst noch verletzt? Akpala, Innenbandriss, ja. Das klingt alles jetzt nicht ganz so gut. Da wird wahrscheinlich. Ja, in der Abwehr werden dann wahrscheinlich Gebre Selassie, Lukimia, Pavlovic und Ignowski spielen. Also auch nicht gerade eine eingespielte Mannschaft. Ja, im Mittelfeld Fritz, Junuzovic, De Bruyne. Und dann vielleicht Yildirim, wer weiß. Oder Yildirim, so heißt er ja. Im Sturm natürlich Petersen gesetzt, der Heimknipser, aber auswärts auch noch nicht so in Erscheinung getreten. Ja, dann lasst uns doch mal gucken, wo stehen diese Teams denn aktuell in der Tabelle? Moment, das lasst mich das mal eben aufrufen. Bam, 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 bam. Na, nicht aktualisieren, wir wollen auf Tabelle, so. Ja, Gladbach steht auf dem 9. Platz mit 34 Punkten und Bremen auf dem 14. Platz mit 28 Punkten. Das ist natürlich unter aller Kanone bei Bremen. Muss man gar nicht schönreden. Das ist natürlich nix. Ja, Gladbach ist so ein bisschen ja, durchwachsen momentan. Nicht ganz so konstant in ihren Leistungen. Bremen ist schon konstant in ihren Leistungen, aber allerdings schlecht. Die letzten drei Spiele alle verloren. Gladbach ja zuletzt wenigstens gewonnen bei Frankfurt durch ein Tor von Luke de Jong. Und ja, wenn ich jetzt meinen Tipp abgeben muss zu diesem Spiel, kann ich eigentlich, auch wenn ich Bremen-Fan bin, eigentlich nur tippen, dass Gladbach gewinnt. Also alles andere würde mich wirklich überraschen. Vor allem bei der Mannschaftsaufstellung von Bremen. Ich meine, was sollen die da reißen mit Yildirim und Ignowski, Stefanovic oder wie die alle heißen? Also, was soll dabei rauskommen, ne? Das fällt mir schwer, da an einen Sieg zu glauben, der Bremer. Das, ja, wobei mit Elia lief es ja auch nicht, ne? Das ist halt das Problem, was Bremen hat. Das ist mit den etablierten, in Anführungszeichen, ja auch nicht lief. Und der hochgelobte Arnautovic ja auch immer wieder mal nicht so überzeugen konnte. Ab und zu liefert er mal wieder ein Topspiel ab, aber so die Konstanz in seinem Spiel fehlt da auch. Deswegen ist mein Tipp, dass das Spiel 3-1 ausgehen wird für die Borussia aus Gladbach.